Sportlich geht's gerne zu in der Martin-Wacker-Show. Heute kümmern wir uns um eine der faszinierendsten Mannschaftssportarten überhaupt, um den Basketball. Zweitligist in Karlsruhe sind die PSK Lions und aus dem Löwenrudel zu mir gekommen ist ein Mann, der schon 3 Jahre College-Basketball in den USA auf dem Buckel hat, dort Unglaubliches erlebt hat und jetzt einfach 260 Kilometer von Köln nach Karlsruhe runtergeschwommen ist. Antonio Pilipovic, jetzt in der Martin-Wacker-Show. Martin Wacker schon auf der neuen Welle, freue mich zur finalen Sendung einen sportlichen Gast bei mir zu haben, wie so oft in diesem Jahr. Diesmal geht es um Basketball. Antonio Pilipovic, grüß dich Antonio. Hallo. Ich finde die Namenskombination spannend. Antonio würde man sagen, Antonio Banderas und dann Pilipovic hört sich dann natürlich richtig kroatisch an. Genau. Wie kam es zu diesen wunderbaren Namen, die fast gar nicht so zusammenpassen? Eigentlich ist Antonio ist auch ein kroatischer Name, ist also eigentlich gängig in Kroatien auch. Meine Eltern sind ursprünglich aus Kroatien. Mhm. Ich bin in Köln geboren, aber ja. Also Antonio Pilipovic gilt genau. Auch mit Antonio in Kroatien. Antonio, in Köln geboren, jetzt hat es dich so 260 Kilometer den Rhein runtergespült nach Karlsruhe. Fühlst du dich wohl im Badischen? Ja, ich fühle mich sehr wohl, muss ich ehrlich sagen. Karlsruhe gefällt mir sehr, die Stadt gefällt mir. Natürlich jetzt mit den komischen Zeiten, jetzt, die wir haben, ein bisschen schwer, Sachen zu unternehmen, aber ich habe mir das mal alles angeguckt und Stadt am Fluss, ist das wichtig für dich? Nee, kommt vielleicht so rüber, aber hat sich jetzt so ergeben. Okay, also Köln am Rhein, Karlsruhe doch auch am Rhein. Früher war das deutlicher sichtbar, Stadt am Rhein, aber wir haben nur den Rheinhafen. Karlsruhe, die badische Mentalität ist nicht ganz so offen wie die Gölsche Mentalität, aber du kommst so, und du verstehst uns auch so dialektmäßig. Ich verstehe das. Ich will sagen, das meiste. Manchmal habe ich Probleme, wenn ich irgendwie... mit dem Dialekt, aber in Köln habe ich auch die gleichen Probleme. Ich verstehe Kölsch auch nicht alles, deswegen. Sehr gut. Gibt es denn ein badisches Wort, das du schon 100% drauf hast? Nee, eigentlich nicht. Glaube ich jetzt nicht. Also badischer Sprachkurs kommt noch für Antonio Pilipovic von den PSK Lions aus dem Löwenrudel hier direkt bei der neuen Welle gleich mehr, bei den 10 Fragen in 60 Sekunden. Antonio Pilipovic ist mein Gast. Er ist aus dem Löwenrudel, der PSK Lions, zu uns gekommen. Antonio, 10 Fragen in 60 Sekunden. Kurze Fragen, bitte kurze Antworten. Alles klar. Können wir loslegen? Legen wir los. Dein Sternzeichen? Jungfrau. Verliebt, verlobt oder verheiratet? Gar nichts davon. Deine Lieblingsfarbe, Antonio? Blau. Hast du ein Haustier? Keine Zeit dafür wahrscheinlich. Nein, leider nicht. Wenn du eins haben dürftest? Ein Hund auf jeden Fall. Welches Poster hing in deinem Jugendzimmer? Ich habe einen Tipp, Dirk Nowitzki? Nee, Kobe Bryant. Kobe Bryant, der große Kobe Bryant. Wir denken an ihn in dieser Sekunde. Ja. Erstes Vorbild? Toni Kukoc. Mhm. Erste selbstgekaufte CD? Wie bist du musikalisch unterwegs? 50 Cent war meine erste Kopie. 50 Cent? Genau. Okay. Spielen wir heute nicht. Welches Buch hast du zuletzt gelesen? Kommst du überhaupt zum Lesen noch? Ja, ich komme sogar sehr viel zum Lesen. Okay. Ich lese gerade Relentless, so ein Sportlerbuch. Okay, natürlich in englischer Sprache kommen wir gleich noch dazu, denn du warst ja in den Vereinigten Staaten. Lieblingsurlaubsziel, wenn du Zeit hast? Kroatien. Kroatien, die Heimat der Eltern. Und wie bist du kulinarisch unterwegs? Eher Hausmannskost, so kroatische Hausmannskost oder eher der Gourmet-Tempel? Mamas Küche am liebsten. Mamas, kroatisch. Okay, kroatisch. Genau. Ach, wir haben ihn mit der Leidenschaft des Kroaten ein bisschen durchschaut und gleich wollen wir über den Basketball in Karlsruhe reden, hier in der Martin-Wacker. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Antonio Pilipovic ist bei uns. Er spielt bei den PSK Lions und Basketball in Karlsruhe hat eine große Tradition. Da gab es schon ganz große Basketballzeiten, aber die PSK Lions halten sich jetzt tatsächlich die 4. Spielzeit in Liga 2 nach 4 Aufstiegen in Folge. Das muss man an der Stelle auch mal sagen. Wie empfindest du das Löwenrudel? Wie ist der Zusammenhalt bei euch? Ich würde sagen, der Zusammenhalt ist sehr groß. Auch im Verein generell. Viel wird darüber gesprochen, was man schon erreicht hat. Und man hat noch andere größere Ziele. Aber auf jeden Fall ist man sehr stolz auf die Vergangenheit und auf die letzten paar Jahre. Ich habe ja, bevor ich in die Staaten gegangen bin, in Köln gespielt, da waren die Lions noch nicht in der Pro A. Mhm. Und jetzt komme ich wieder und jetzt sind die Lions quasi etabliert in der Pro A. Deswegen sieht man schon, was das für ein Fortschritt ist in den letzten
3-4 Jahren. Würdest du das Team beschreiben? Ist es eher ein Team der jungen Wilden, weil Jugendarbeit wird ja inzwischen auch wieder großgeschrieben bei den PSK Lions. Was ist so dein Blick auf diese Mannschaft? Habt beim Training euch mal beobachtet, habt das Gefühl gehabt, da wird auch kräftig mal gerufen und geschrien und wird Spaß gehabt. Wie erlebst du das? Ich sehe das so als Mix zwischen beiden. Wir haben viele junge Spieler, wo ich mich auch selber zu zähle, aber wir haben auch viele erfahrene Spieler, wie den Mo Pluskota, Greg Foster, Daniel Noll, die haben alle schon Profi-Erfahrung, deswegen ist das ein sehr guter Mix. Wir lernen voneinander, wir Jüngere natürlich profitieren sehr viel von der Erfahrung von den Älteren. Deswegen sehe ich das als guten Mix. Die Jungen bringen ein bisschen Spaß rein und deswegen, ja, sehr viel Spaß. Die Jungen bringen Spaß und wir alten Säcke, was bringen wir? Gleich mehr mit Antonio und der Martin Wackershow. Also Sonntag, finale Sendung. 50 Gäste hatten wir in diesem Jahr und jetzt haben wir einen sportlichen Gast mal wieder, Antonio Pilipovic. Einer der Stützen des Löwenrudels, eine wichtige Säule im Kader des Löwenrudels. So heißt es offiziell, Antonio. Also schöne Vorschusslorbeeren hast du damals gekriegt. Was mir aufgefallen ist, diese Basketballtradition in Karlsruhe spürt man auch bei der Begeisterung der Fans. Im Moment sind keine in der Halle, das ist klar, das sind die Corona-Bedingungen, aber ich habe das Gefühl, man spürt in Karlsruhe diese Jahre, fast Jahrzehnte Basketballbegeisterung. Springt das auf euch über? Ich würde sagen schon. Also natürlich ist es schwierig, ohne Zuschauer in der Halle an den Spieltagen. Aber ich merke persönlich auch, ich kriege viele Nachrichten von Fans. Viel Glück zum Spiel oder auch nach einer guten Leistung oder auch nach einer Niederlage kriegt man immer Nachrichten zugeschickt. Und da merkt man einfach, dass die Fans zum Verein stehen, zum Club stehen. Natürlich fühle ich das gut und natürlich hätten wir sie gerne in der Halle als Sportler. Ich glaube, einem Nicht-Sportler zu erklären, das Feeling von Zuschauern in der Halle, in der gegnerischen Halle oder in der Heimhalle, ist sehr schwer. Deswegen hätten wir sie gerne in der Halle, aber wir müssen damit leben und hoffen natürlich, dass es so schnell wie möglich wieder zur alten Normalität zurückgeht. Aber ich würde schon sagen, dass man trotzdem den Zusammenhalt im Club und von den Fans sehr spürt als Spieler. Und man spürt auch in der Halle, wie ich finde, diese Begeisterung, wenn Publikum da ist, in einem sehr viel dichter. Es ist ähnlich wie beim Hallenhandball. Da ist unglaublich viel über die gesamte Spielzeit Stimmung. Beim Fußball muss man natürlich auch mal ein bisschen so auf die Aktionen warten, kann auch mal 0-0 ausgehen. Basketball im Vergleich zu Fußball. Würdest du dir noch mehr Aufmerksamkeit und mehr Begeisterung wünschen? Und findest du, dass der Fußball zu sehr im Vordergrund steht? Ich bin persönlich auch sehr großer Fußballfan, deswegen will ich jetzt nicht irgendwie den Fußball auf die Füße treten, aber natürlich als Basketballer wünscht man sich natürlich oder generell einfach für den Basketball einfach mehr Aufmerksamkeit in Deutschland. Ich nach 3 Jahren Amerika habe das mitbekommen, wie es sein könnte und natürlich hat sich das unglaublich gut angefühlt und ich finde einfach, der Basketball in Deutschland ist auf einem guten Weg und mehr Aufmerksamkeit würde dem Sport an sich gut tun und würde einfach mehr Freude zum Sport und zu den Spielern, zu den Fans, zu den Vereinen bringen. Und deswegen, natürlich wünscht man sich mehr Aufmerksamkeit, aber ich möchte jetzt nicht den Fußball irgendwie auf die Füße drehen. Da habe ich mal 2 Nachfragen. Also die Amerika-Phase, USA-Phase werden wir gleich noch besprechen in der Sendung. Hochspannend. 2. Nachfrage, der Verein deiner Liebe, wenn du sagst, du bist auch Fußballfan, ist das noch so 260 Kilometer rein aufwärts? Ja, ist noch immer der FC. Der FC. FC Köln. Also haben wir es auch geklärt, spielt ja nicht beim KSC in der Liga. Das lassen wir gelten. Nächste Stunde geht's weiter mit Antonio Pilipovic und der Martin Wackershow. Die Martin Wackershow auf der Neuen Welle. Sportlich geht's zu mit Antonio Pilipovic. Wir haben schon gehört, 260 Kilometer den Rhein runtergeschwommen von Köln nach Karlsruhe. Hier eine Säule in der Mannschaft. Und davor aber eine ganz spannende Phase in den USA erlebt, in einem College-Team, könnte man sagen, College-Team, kann noch nicht so groß sein, aber da geht's in dieser League geht's richtig ab. Beschreib uns das mal. Das ist natürlich eine ganz andere Welt, würde ich das beschreiben, als im Vergleich zum Basketball hier in Europa und auch in Deutschland. Ich habe 3 Jahre da verbracht, habe meinen Bachelor da gleichzeitig gemacht, habe als auf der Drake University habe ich gespielt. Und das sind andere Dimensionen, also von den Hallen, von den Zuschauern, von wie man zum Spiel reist, einfach alles, von den TV-Geldern, einfach alles. Das ist eine andere Welt und war auf jeden Fall eine gute Zeit da. Hat Spaß gemacht. Beschreib uns mal das Thema College League.
College League hört sich zunächst mal an, naja, College League, in Deutschland wäre das so Hochschulmeisterschaften, aber darum geht es da in den USA nicht, sondern das ist eine richtig große Veranstaltung. Ne? Ich habe in der Division 1 gespielt, da gibt es 365 Mannschaften, also Colleges, die Mannschaften aufbieten. 365 Mannschaften? In ganz Amerika, ungefähr. Ich bin jetzt unfassbar. Und dann wird das aufgeteilt in verschiedene Conferences und dann ist pro Conference 10, 12 Mannschaften und dann spielt man erstmal eine Non-Conference ein halbes Jahr, wo man einfach gegen verschiedene Mannschaften von überall spielt und dann spielt man in der zweiten Hälfte des Jahres gegen die Conference und dann spielt man, ist auf jeden Fall sehr groß, also man fliegt dann auch, wir sind glaube ich jedes Spiel geflogen, außer vielleicht drei Spiele in der Saison und es ist auf jeden Fall riesengroß, man sagt immer, dass College sogar größer ist als die NBA in Amerika, wird mehr geschaut von den Zuschauern, weil es einfach nicht so viel Show ist, weil es wirklich da um guten Basketball geht, qualitativen Basketball, während in der NBA viel Show und da wird einfach viel für die Zuschauer und da ging es halt darum, ja, welche Schule hat die besseren Spieler recruited. Und auch richtig viel Zuschauer und richtig volle Hallen und richtig gute Stimmung. Richtig gute Stimmung, volle Hallen und okay, mit dieser Emotion bist du dann nach Karlsruhe gekommen. Volle Hallen gibt es gerade nicht, aber wenn man als deutscher Basketballer in den Vereinigten Staaten spielt, dann die Position Power Forward spielt und da gab es noch so einen anderen Deutschen, der die gleiche Position gespielt hat, dann kommen vielleicht auch Vergleiche auf, wenn man auch das Video anschaut. Wir reden gleich drüber in der Martin Wacker Show. Eins darf nicht fehlen, der Martin Wacker Show, auch mit Antonio, das ist natürlich unser kleines Antwortspiel mit entweder oder. Nur eine Antwort ist für dich möglich, du musst dich entscheiden, was machst du lieber, wie entscheidest du dich? Die Frage ziehst du. Ich werde sie dir vortragen. Das Glas ist in diesem Jahr schon ziemlich ausgeräumt worden und 2021 ist es dann wieder proppevoll mit neuen Fragen. Antonio, lieber einen Partner, der total chaotisch ist oder komplett ordentlich? Komplett ordentlich. Weil du der Chaot bist? Nee, ich bin auch ziemlich ordentlich, deswegen übernehme ich das ein bisschen. Ja. Oft ziehen sich ja gegenteilige Dinge an, aber du bist auch ordentlich. Ich hab's gern. Ich kann auch sehr unordentlich sein, aber ich hab's gerne auch sehr, sehr ordentlich. Meine Mutter wird jetzt wahrscheinlich sagen, der lügt doch, aber seitdem ich alleine lebe, habe ich mir wirklich angewöhnt, ordentlich zu sein. Und ja. Okay, also strukturierte Partnerin ist gefragt. Nächste Frage bitte. Die ist für dich und nur für dich. Dankeschön. Antonio, einen Monat lang lieber in einem U-Boot oder einen Monat lang in einer Raumstation verbringen? Wo wärst du lieber? Raumstation wahrscheinlich. Raumstation, U-Boot ist gruselig, ne? Gruselig, ja, aber Raumbahn kriegt man in Gelegenheit noch ein bisschen Zeit, als fliegen würde ich jetzt. Ein bisschen Überblick über allem zu haben. Genau. Ja. Okay, also Antonio demnächst in der Raumstation, aber wir erleben ihn natürlich lieber in der Karlsruhe Europahalle bei den PSK Lions gleich mehr. Die Martin Wacker Show auf der neuen Welle mit Antonio Pilipovic. Antonio, wir haben gerade gehört, erst in Köln, dann in die USA. Danach Karlsruhe und 3 Jahre in den USA als deutscher Basketballspieler auf der Position Power Forwards. Also für die nicht erfahrenen, ich übersetze es mal mit kraftvoller Angriffsspieler. da gab es schon mal einen so einen kraftvollen Angriffsspieler, eine Legende, auch aus Deutschland in den USA gegangen, Dirk Nowitzki, hat eine ganz ähnliche Haarfarbe. Kommen da automatisch Vergleiche, wenn man dann in den USA als Deutscher spielt? Also ich habe es mir auf jeden Fall anhören müssen, dass ich der neue Nowitzki bin oder das, die haben mich auch manchmal Nowitzki genannt. Tatsächlich? Und vor allem muss ich mit der Frage umgehen, ob er mein Lieblingsspieler wäre. Also automatisch denken die natürlich, Nowitzki ist sein Lieblingsspieler, Deutscher, blonde Haare, groß, er muss sein Lieblingsspieler sein, aber er war nie mein Lieblingsspieler, natürlich immer einer mit da oben dabei, eine Legende hier in Deutschland, auf der ganzen Welt, auch dort ist er eine Legende. Also. Aber ja, muss ich mir auf jeden Fall anhören, dass Nowitzki und als Deutscher auf jeden Fall. Das ist eine witzige Geschichte. Sie haben dich dann auch Nowitzki genannt mit dem Spitznamen. Das finde ich ja hochinteressant. Da hätte ich es nicht vermutet. Du hast ein anderes Idol, wie so viele Basketballer ja vorhin schon genannt. Hast du Nowitzki mal kennengelernt? Nee, leider nicht. Leider nicht. Hätte ich gerne, aber habe ich leider irgendwie nie die Chance zu gehabt. Und neuer Nowitzki, ist das ein gewisser Druck, dass man sagt, ach, vielleicht komme ich selbst mal so, nicht so weit wie er als Allzeitlegende, aber schon in diese Bereiche, bist du ein junger Kerl, dann auch zu sagen, geht es dann in Richtung mal Auswahlspieler, geht es in Richtung auch nochmal in die USA zurück, gibt es da Pläne?
Da habe ich mir jetzt noch nicht Gedanken drüber. Ich habe mir da jetzt nicht so groß, die haben das mir als Spaß gesagt, ich habe mir da jetzt nicht so einen großen Druck gemacht. Für die war das leichter, Dirk zu sagen, als Antonio. Für die ist das einfach kürzer und leichter. Wenn es einfacher ist, Dirk als Antonio zu sagen, dann spielt man Basketball in den USA. Sehr spannender Gast, macht viel Spaß mit Antonio Pilipovic auch weiter in der Martin-Wacker-Show. In der Martin-Wacker-Show finaler Gast im Jahre 2020 ist Antonio Pilipovic, Profibasketballer bei den PSK Lions in Karlsruhe. Antonio, die Amerika-Jahre, die dich auch so ein Stück weit geprägt haben, die haben sicherlich auch so persönliche Kontakte gebracht und auch einen Blick auf dieses Land, das uns ja im Moment so ein bisschen beschäftigt, wo wir so drauf gucken und sagen, oje, die Gesellschaft ist gespalten. Wie hast du die USA in deinen 3 Jahren erlebt? Mir hat es persönlich sehr gut gefallen. Also ich bin auch hier mit Diskussionen mit den Amerikanern, die wir hier bei den Lions haben, oft, dass ich auch mir vorstellen könnte, da zurückzuziehen nach meiner Basketballkarriere. Und natürlich sehr viele Freunde gefunden, sehr viele Connections in der Basketballwelt und auch in der, weil ich ein Business Major, also ich habe einen Managementabschluss gemacht, also habe ich auch da Kontakte geknüpft. Hat mir sehr gut gefallen. Natürlich gab es immer gute und negative Seiten, wie man auch hier in Deutschland in den Nachrichten immer miterlebt. Aber insgesamt hat mir das sehr gut gefallen, der Lifestyle da. Ich habe die Sprache gelernt. Ich bin quasi erwachsen geworden, habe alleine gelebt, musste klarkommen, hatte niemanden mit mir dort. Deswegen war das auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung für mich persönlich als Person, dass ich erwachsen werde und einfach, ja. Im Profisport, vielleicht auch im College-Sport, war dieses Black Lives Matters ein wichtiges Thema, ist eine wichtige Bewegung weltweit und spielt auch im Sport in den Vereinigten Staaten eine Rolle. Hat das bei dir im Umgang eine Rolle gespielt? War das bei euch auch ein Thema? Bei uns war die Saison schon vorbei, als die ganze Bewegung losging. Aber natürlich hat man das mitbekommen und dann über natürlich Social Media und so sind wir mittlerweile sehr aktiv alle, hat man das natürlich mitbekommen und generell stehe da komplett dahinter und natürlich Black Lives Matter, das ist eine große Bewegung gewesen in den Staaten, hier auf der ganzen Welt. Aber für mich persönlich, ich habe jetzt, unsere Saison war leider wegen Corona auch in Amerika schon Ende März schon vorbei, Anfang März. Deswegen haben wir persönlich nicht gespielt, aber natürlich mit der NBA hat sie alles gestartet, der NFL und dann hat sich das auch hierhin übertragen. Antonio, unter deinen Sportkameraden, die noch in den USA sind, haben die eher über den Biden-Sieg gejubelt oder eher über die Trump-Niederlage getrauert? Wie war so die Stimmungslage? Ich weiß nicht, jetzt wahrscheinlich mehr für Biden gewählt, aber habe ich jetzt auch nicht drüber nachgefragt. Also, war unter Sportlern nicht das Hauptthema? Unter Sportlern hat man eine andere Thema. Okay, trotzdem spannende Nachfrage. Nächste Stunde geht es wieder um den Sport in der Martin-Wacker-Show mit Antonio Pilipovic. In der Martin-Wacker-Show gibt's immer um diese Zeit die Promi-Ausgabe von Stadt, Land, Quatsch. Antonio, kleine sportliche Herausforderung. Ja. Diese Tasse kannst du gewinnen, wenn du 5 Begriffe sagst, die alle mit dem gleichen Anfangsbuchstaben anfangen. Wenn du was nicht weißt oder dir nichts einfällt, sag weiter, denn du hast nur 30 Sekunden. Okay. Ist klar? Okay, geht los. Dein Buchstabe ist das wunderbare K. Eine Stadt mit K. Köln. Ein Land mit K. Kroatien. Besser geht's mir dir doch gar nicht. Habe ich's nicht schön gemacht. Ein Tier. Kamel. Ich kann nicht leben ohne. Kaffee. In der Küche. Kochen. Ein Beruf. Das in der Küche. Das in der Koch. Küche. Genau. Typisch deutsch. Krautsalat. Eine Farbe. Weiter. Okay, die Farbe hat nicht geklappt, aber ganz still haut er einen Begriff nach dem anderen raus. Gibt es eine Farbe mit K? Gibt es eine Farbe mit K? Das werden wir gleich klären. Ja, es gibt Kobaltblau, also zum Beispiel. Aber Antonio, ganz still hast du eins nach dem anderen hier aus dem Ärmel geschüttelt. Also erstmal Gratulation und K war für dich wie gemacht, ne? Kroatien und Köln. Ja, dann geht's dir. Karlsruhe hat auch gepasst, ganz am Rande bemerkt. Ja, also, ja. Antonio ist der K-Typ. Wir haben 7 richtige, die Tasse ist gewonnen. Vielen Dank. Typisch deutsch, Krautsalat. Ich lerne immer wieder was in dieser Sendung. Das war jetzt einfach nur das Erste. Wunderbar. The Krauts, die Deutschen. Gleich mehr mit Antonio Pilipovic. Die Martin-Wacker-Show auf der neuen Welle. Antonio Pilipovic hat sich mit 7 richtigen als toller Herausforderer bei Stadt, Land, Quatsch gezeigt. Antonio, du hast gesagt, kroatisch, die Eltern, in Köln dann groß geworden. Jetzt kommt man in Deutschland, wenn man unterwegs ist, größer gewachsen, sportlich ist, nicht
zuerst auf Basketball. Ne? Viele sagen, komm, werd Handballer oder vielleicht auch Innenverteidiger beim Fußball. War bei dir von Anfang an Basketball die Nummer eins? Nee, ich habe auch mit Fußball angefangen. Aha. Mein Bruder hat Fußball gespielt, mein Vater hat Fußball gespielt. Mhm. Mein Bruder ist dann irgendwann zum Tennis gewechselt. Er ist auch so groß wie ich, aber irgendwann haben mir dann mein Bruder, mein Vater und auch andere Leute gesagt, komm, du bist zu groß für Fußball, versuch mal mit Basketball. Mhm. Dann habe ich eine Zeit lang beides gemacht und dann hat man ziemlich schnell gemerkt, dass ich mehr Talent für Basketball habe. Und dann ist der Fußball auch weggefallen. Aber ich bin auch immer ein großer Fußballfan, schaue es gerne. Bundesliga, Champions League, alle Ligen der Welt. Aber es war ziemlich klar, dass ich mehr Talent für Basketball habe und auch die Größe für Basketball. Deswegen wurde es dann ziemlich schnell Basketball. Der FC Köln-Fan hat aber selbst Fußball gespielt. Mit so einem 2-Meter-Mann, 2-Meter-1, 2-Meter-2 bist du groß. 2 Meter ungefähr. 2 Meter ungefähr. Da wird man entweder Torhüter oder gern Innenverteidiger, vielleicht auch mal Mittelstürmer. Ne? So, was hast du gespielt? Ich war Mittelfeldspieler. Mittelfeldspieler mit 2 Meter? Dann wollten die mich immer nach hinten in die Verteidigung. Das wollte ich dann nie und dann. Ich hätte dich auch in die Innenverteidigung. Ne? So, wir kennen das ja von einem badischen Zweitligisten. So. Solche Kerle in der Innenverteidigung, da brennt wenig an. Gleich mehr mit Antonio Pilipovic auf der Neuen Welle. Die Martin-Wacker-Show auf der Neuen Welle. Antonio Pilipovic ist einer aus dem Löwenrudel der PSK Lions. Antonio, wir haben schon gehört, Fußballer wäre vielleicht auch was gewesen, dann bist du Basketballer geworden. Dieser Sport fasziniert viele, die zuschauen, aufgrund der Tatsache, dass es nicht wie beim Fußball dieses permanente Gefaule, Hingefalle und diese engen Körperkontakte gibt, die dann Folgen haben, sondern dass es ein unglaublich toller Sport ist, auch zum Anschauen. Geht es dir beim Spielen auch so? Ich höre das von vielen Basketballern, dass es mit der schönste Mannschaftssport ist, den man sich vorstellen kann. Wie beschreibst du das Gefühl und deine Liebe zum Basketball? Natürlich, ich habe eine sehr große Liebe zum Basketball. Ich finde auch, es ist eine der schönsten Mannschaftssportarten, einfach weil es einfach nie langweilig wird. Es geht immer hin und her. Um erfolgreich zu sein, muss man als Team spielen, mit allen 5 Spielern auf dem Feld. 1 gegen 5 klappt sehr selten. Deswegen, ja, natürlich, Team Basketball. Und es geht immer hoch runter, es wird immer gepunktet, immer ist was los, nie Langeweile. Deswegen, für 2 Stunden, so ein Spiel geht 2 Stunden, ist immer eigentlich was los. Mhm. Deswegen, ja, macht einfach Spaß, auf dem Feld zu sein. Und selbst wenn man auf der Bank ist, wird einem nicht langweilig, weil es halt immer hoch und runter geht und immer irgendwie Action und immer irgendwas so passieren. Deswegen, ja. Und die Spiele gehen auch oft knapp aus, es ist immer spannend. Hast du ein Spiel in deiner Karriere, von dem du sagst, das war das Basketballspiel, an das ich mich am ehesten immer wieder erinnern will, weil es den verrücktesten Ablauf hatte, den verrücktesten Wechsel? Oft kippen ja Basketballspiele in 10 Minuten komplett um. Was hast du so eins, wo du sagst, das war so ein richtig geniales Spiel aus deiner Sicht? In meinem 2. Jahr auf dem College, das letzte Spiel der Conference, haben wir gegen Missouri State gespielt. Und es ging um die, wenn wir gewinnen, gewinnen wir die Meisterschaft, kriegen einen Ring und alles. Und es ging immer hin und her, wir mussten gewinnen, es war ein knappes Spiel. Und es war auch ein richtiges Kampfspiel und hat einfach Spaß gemacht, auf dem Feld zu sein. Und auch selbst wenn man mal draußen war, seine Teamkollegen anzufeuern. Und dann am Ende haben wir dann halt gewonnen und die Meisterschaft für die Saison klar gemacht. Und habe jetzt zu Hause, konnte nach Hause kommen, hat meinem Vater dann so einen Ring geschenkt, Meisterschaftsring, und den habe ich ihm dann geschenkt, quasi als kleines Geschenk. Schöne Geschichte. Ich habe gerade gesagt, einen Ring hast du nicht an. Leider nicht. Ist leider der Papa hat ihn. Also Papa Basketball. Ist zu Hause, hat ihn. Fantastischer Sport. Wir haben gehört, Antonio hat studiert in den Vereinigten Staaten, und da ist schon was vielleicht Richtung Zukunft auch zu hören, was mal kommen kann. Erfahren wir gleich in der Martin-Wacker-Show. Die letzte Sendung 2020 gehörte Antonio Pilipovic von den PSK Lions. Hat viel Spaß gemacht, Antonio. Schön, dass du da warst. Wir wollen über die Zukunft reden. 2021, das dann neue Jahr, kann ja nur besser werden. Sicherlich auch aus sportlicher Sicht. Menschen sind dann wieder da. Man hat eine andere Atmosphäre. Bist ein junger Kerl, 22 Jahre, aber du hast schon für die Zukunft vorgebaut. Management, Business hast du studiert. Ist das was, wo du sagst, das reizt dich auch mal in Zukunft? Vielleicht Management von einem Proficlub in Sportbusiness einsteigen? Ist da schon so eine Gedankenwelt gebaut? Ich bin 23. Oh, Entschuldigung, habe ich dich jünger gemacht. Gibt Schlimmeres. Aber ja, auf jeden Fall. Also ich, jedes Mal, wenn mich jemand fragt, was kommt nach dem Basketball, ich bin mir noch nicht sicher, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich dem Sport treu bleibe. Mhm. Irgendwie irgendwas in Richtung Basketball, Management, Trainer, auf jeden Fall in die Richtung. Und dann habe ich mir einfach gedacht, die Business-Richtung kann da nicht schaden. Mhm.
ich hatte auch andere Ideen, dass ich, weil ich mehrere Sprachen spreche, auch vielleicht irgendwie so in International Relations oder so, wo man dann irgendwann vielleicht mal in die Politik oder so kann, aber im Endeffekt habe ich mich dann für Business entschieden, weil ich selber weiß, ich bleibe dem Sport treu und in irgendeiner Richtung Management oder, also ja, auf jeden Fall hatte das einen Grund, dass ich dann da mich für Business entschieden habe, aber ich hoffe natürlich, dass ich erstmal ein paar Jahre lang bin und dann irgendwann kann man sich dann überlegen, wo es dann hingeht. Sportliches Ziel, erstmal jetzt in Karlsruhe hier beste Leistung bringen, eine Säule der Mannschaft sein, aber gibt es noch so den nächsten Schritt, den du dir erwartest, wo du hin willst? Gibt es da schon so eine Orientierung für dich? Ja, natürlich würde man als junger deutscher Spieler natürlich in der BBL irgendwann in der ersten Liga spielen. Aber für mich zählt jetzt einfach nur Weiterentwicklung. Fuß fassen hier in Deutschland nach 3 Jahren, wo ich einfach nicht da war. Mhm. Die Leute hatten mich nicht mehr auf dem Radar. Und ja, mit den Lions einfach in der schweren Zeit sowieso Spiel für Spiel gucken. Ein paar Spiele wurden schon abgesagt. Mhm. Wir müssen jetzt wirklich Spiel für Spiel gucken und dann hoffentlich die Playoffs erreichen. Aber ja, mal gucken, wie das wird. Einfach von Spiel zu Spiel. Sagt man immer so in Phrasen. Nur 2 Euro ins Phrasenschwein, wie man mit dem Doppelpass im Bei uns kostet es 5 Euro ins Phrasenschwein, aber es steht nicht auf dem Tisch. Antonio, hat viel Spaß gemacht. Ich wünsche dir alles Gute, ganz persönlich, für alle Pläne, die du hast. Ich wünsche PSK Lions alles Gute. Wir waren ja Mannschaft des Jahres in Karlsruhe mit der Goldenen Pyramide ausgezeichnet. Also wir stehen zu den PSK Lions. Und das war mein finaler Gast im Jahr 2020. Sportlich war es nochmal. Freue mich, dass Sie dabei waren in diesem Jahr bei über 50 Gästen in der Martin-Wacker-Show. Wünsche Ihnen einen guten Rutsch in ein hoffentlich viel, viel besseres und gesünderes Jahr 2021. Danke fürs Dabeisein.